Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, herzlich willkommen hier zurück zu The Hope Bringer. Wir wollen einiges machen und hey, was ist denn hier los? Kumpel Keule, Welcome Kommandant to Hopewell. ansprechen, genau. Wir wollen nämlich ja eine neue Quest starten. Wir fragen mal, gibt es eine neue Quest für mich? Und wir haben ja hier schon Zerstörung der Vorräte öfters gemacht. Ich glaube, zweimal mittlerweile. Ich würde mal gucken, ob wir eine andere Quest machen können. Holen Sie sich das Artefakt. Es wird angenommen, dass sich in einem alten Verlies ein Artefakt befindet und uns bei unseren Kriegsanstrengungen helfen könnte. Wenn Sie diese Artefakte holen, holen Sie es zurück. Wir nehmen das mal an. Und ich bin gespannt. Oh, neues Setting. Guckt euch das an. Großer Kerker. Wir haben zwei Kameraden. Sehe ich das richtig? Ein Magier und ein Akolyt. Ich weiß mal noch nicht, was der Akolyt macht. There is something eerie about this place. Ich finde es auch unheimlich. Warum sind wir hier? Artifacts are a symbol of power that people can stand behind. A motivated firm. Legend has it that this dungeon holds one. Es hört sich nicht nach einer leichten Aufgabe an. The legends also claim the dungeon is filled with traps and other secrets. It won't be easy to find. Ja, hört sich total nach Spaß an. So, dann probieren wir es mal. Na, was? Es fängt ja schon gut an. Hat mich ja schon gleich hier wieder was getroffen. So. Woran erkennt man das jetzt? Also außer, dass da jetzt Blut am Boden lag? Nee, gar nicht. Man erkennt es gar nicht. Na, was für ein schöner Mist. Ja, handeln. Wir haben 129 Münzen. Gibt's hier was Cooles? Nee. Wir haben Verteidigung 10. 12, das hier könnte uns helfen. Kostet 208. Haben wir nicht. Na gut. Lassen wir mal so. Und ich. Boah, echt jetzt? Also. Ja, das. Mal gucken, was das hier wird. So. Natürlich mit dem Magier an unserer Seite könnte das gut werden. Aber. Ich will, weiß noch nicht wohin. Das Artefakt muss da oben. Also laut dem ist es da oben. Wie gesagt, eine Karte fehlt mir irgendwie so ein bisschen hier. Wir gehen mal hier lang. So, Knochen, Krafttrank und Lederhandschuhe. Was ist hier noch? Glitzert noch was auf dem Boden? So, Inventar. Gucken wir uns das mal an. Ja, die nehmen wir. Aber die anderen sind ja gesockelt. Egal. So, und das hier können man da hinpacken. So, ich will mal mit WASD laufen. Schlimm hier. So, hier geht's lang. Wie gesagt, wir haben keine Map. Oh, kommt die denn auch immer her? Ja, haben wir gut hingekriegt. Gesundheitstrank, Krafttrank. Ein Lykantropenfang. Aha, wir haben also einen Zahn bekommen, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Statue. Was macht denn die? Oh Gott. Ein Tor wurde geöffnet, aber wo? Und vor allen Dingen war das sehr quietschig. Oh mein Gott. Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Ein bisschen Rückzug. Oh Gott, oh Gott. Ja. Komm her. Ich sehe nichts. Das ist mein Problem. Ich sehe gerade nichts.
Portalrolle, Knochen, noch eine Portalrolle. Was haben wir hier? Eine Lederrüstung, Lederstiefel, Gesundheitstrank, Krafttrank, Gold. Was auch immer das hier ist. Wir können es auf jeden Fall nicht aufnehmen. Wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen Platz schaffen. Was haben wir hier? Gesockelt. Wir haben unser schon gesockelt. Linke Alt-Taste und Linksklick zum Ablegen. Ach so, Alt-Taste. Man sollte vielleicht auch die Alt-Taste drücken. Gut, was haben wir hier? 25. Das ist natürlich schon wesentlich besser, ne? Aber wir haben plus 10% Verteidigung, plus 3% Ausweichverhältnis. Wir nehmen es trotzdem. So, und die legen wir auch ab. So. Irgendwie ist jetzt hier alles... Wo ist der Rest hin? Egal. Wir haben neue XP. Also wir können neue Statistiken uns machen. Wir gehen wieder ganz straight runter. Neue Fertigkeit. Immer noch eine Grundfertigkeit hier. Sie verspottet Feinde in der Nähe. Will ich eigentlich jetzt ungern haben. Das haben wir ja auch schon. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit nach jedem erfolgreichen Treffer. Nehmen wir nochmal Stufe 1. So. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Wir müssen ja irgendwie... Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Also, doch, ich weiß es schon. Ach, mein Gott! Was war das denn für ein... krasser... Move von dem... Also, Hammer, was war das? Beinscheibe. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was wir hatten. So, die haben doch hier auch irgendwas zu bewirken. So, hier sind wir jetzt am Schluss. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Na, das ist ja doof. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Die müssen wir erstmal besiegen. Spinnengift, Gesundheitstrank, noch ein Gesundheitstrank. Und was ist das hier nochmal? Spinnengift. Irgendwie sind wir verwundet. Kann das sein? Du bist vergiftet. Ah, das ist schlecht. So, ignorieren Sie den Schmerz. Nee, ich will momentan gar nichts ignorieren. Ich will vor allen Dingen hier drüben hin. Und ich würde vor allen Dingen gerne wissen, wo wir lang müssen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie hier lang. Wir haben eine Portalrolle und noch eine Portalrolle bekommen. Und was ist das hier unten noch? Was bist du? Ein Eiwatz? Was ist denn ein Eiwatz? Wir gehen mal nochmal zurück zum Lager. Und gucken, ob es da noch eine Tür gibt, die nach rechts geht. Weil alles andere kann ich mir jetzt nicht irgendwie vorstellen, wo wir lang müssen. Oh mein Gott, was war das denn? Oh Gott. Eine Flasche haben wir, eine Portalrolle und noch eine Portalrolle. So. Aber. Immer noch keinen Weg. Wie gesagt, da oben ist irgendwas in unserer Minimap drinne, genau über mir. Deswegen hoffe ich ja, dass wir vielleicht hier irgendwie lang kommen. Aber wir kommen hier nicht lang. Dann müssen wir uns wirklich durch den ganzen Dungeon kämpfen? Oh Gott, sind hier viele. Ja, wir gehen mal hier zum Händler. Handeln mal und verkaufen. Rechte Maustaste verkaufen? Genau, rechte Maustaste verkaufen. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Und den Rest können wir erstmal gucken, dass wir das hier übereinander stapeln. So.
bist du eigentlich eine Flasche. Okay, wir haben hier sehr viel Equipment. Ein Glühkäfer. Und wir konnten doch hier einiges auch in unsere Kiste reinpacken, oder? Da. Genau. Das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Das war zum Beispiel den Knochen hier reintun. Das hier. Das Spinnengift. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. Ob wir das irgendwie mal ausrüsten können. Intelligenztrank bräuchten wir jetzt auch erstmal nicht. Die Fläschchen. So. Zack, was kann man mit dem Orkblut machen? Transmutation, Flammenrufer. Den Flammenrufer würde ich noch da lassen. Den könnte man noch gebrauchen. Beim Rest bin ich jetzt erstmal nicht ganz so dafür. So. Also wieder zurück. Und gucken wir mal, wo wir jetzt lang gehen. Wahrscheinlich eher in die Richtung hier. Hier gibt es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Also müssen wir hier durch. Dann halten wir uns mal ein bisschen weiter links hier. Und hier kamen Gegner. Probieren wir mal hier drinnen irgendwas. Na, hier ist irgendwie was. Ein Schrein? Na nein, was bist du denn für ein Klopper? Na Gott. Krafttrank, Gesundheitstrank. Und den Schrein haben wir jetzt aktiviert. Ich gehe davon aus, aber was hat er gemacht? Das stand da leider nicht. Warum? So, hier ist ein Bett. Gute Nacht. Oh, was haben wir? Ausruhen. Ja, hier ist eine Truhe. Eine rostige Truhe. Und sie gibt uns Rubine und Gold. Finde ich gut. Oh, da kommen Gegner. Hässliche Gegner. So. Krafttrank, Knochen, Krafttrank, noch ein Krafttrank. Den Krafttrank könnten wir uns ja mal zu Leibe ziehen, wa? Krafttrank gewährt einen vorübergehenden Kraftschub. So, dann werden wir uns den mal einverleiben. Gehen wir mal hier lang. So, wir sind ein neues Level. Ah, komm her. Gehst du mal vorwärts jetzt? Warum ist er jetzt nicht vorwärts gegangen? Knochen. Das kann ich hier nicht aufnehmen. Doch, nochmal. Knochen vermutlich. Spinnengift. Spinnengift. Krafttrank. So, und wir... Oh, wir sind jetzt Stärke 34. Krass. Das ist unser Grundwert. Das sehe ich nämlich jetzt gerade nicht. Würde ich noch warten. Und wir werden hier, während sie Berserkerwut geraten, tauschen die Verteidigung gegen Angriff aus. Was haben wir hier? Diese passive Fertigkeit kontert automatisch von Zeit zu Zeit eingehenden Schaden. Oh, das ist gut. So, nehmen wir. So. Das hier auch, kann man die eigentlich auch kaputt machen? Nee, die kann man nicht kaputt machen. Den Tisch auch nicht? Nein. Dann geht's... Oh mein Gott! So, warum macht der das eigentlich nicht? Den Schub? Doch, macht er. Zwischendrin habe ich das Gefühl gehabt, er hat es nicht gemacht. Gesundheitstrank. Gesundheitstrank. Was ist mit dir? Bist du vergiftet? Krafttrank wirkt noch. Vergeltung wirkt auch noch. Ich hätte gern irgendwie vielleicht so ein kleiner Hinweis, wann mein Krafttrank nicht mehr wirkt. Das wäre vielleicht ganz gut. So. Aber kraftmäßig macht sich das schon echt bezahlt. Muss ich ja sagen. Wir haben ein Langschwert gefunden, einen Gesundheitstrank. Das Langschwert werden wir uns gleich mal angucken. So, das Langschwert. Oh, unseres ist immer noch besser. Das lassen wir auch dran. Ah, guck mal, hier oben. Da muss was sein. Wir sind in der Nähe.
So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt vergiftet, leider. Lederrüstung, Portalrolle. Und noch ganz viele andere Krimskrams-Sachen. Die Lederrüstung bietet 25 Schutz. Haben wir aber auch selber schon. Die Portalrolle können wir zusammenfügen. Genauso wie die Knochen. Dass er das nicht immer automatisch zusammenfügt, finde ich ein bisschen doof. Aber gut. Und das kann man dann später verkaufen. So. Gut. Warum kämpfe ich eigentlich nicht mit Channel 1? Ist doch viel sinnvoller. So, wir gehen jetzt mal nach hier drüben hin. Ah, hier ist... Oh mein Gott. Ich gehe mal ein bisschen beiseite. Der scheint schon nicht ohne zu sein. Und... Oh Gott. Wir konnten doch einen Krafttrank auswählen noch, oder? Nee. Ist er schon besiegt? Haben wir gar nichts jetzt gemacht. Zaubertrank, Intelligenztrank, Gesundheitstrank. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit. So. Wir müssen nach oben wandern. Da drüben muss er irgendwo sein. So, erstmal die hier alle weg. Und komm. Jetzt und dich auch noch. So, haben wir gut hingekriegt. Hier mitnehmen, mitnehmen, alles mitnehmen. Nochmal ein Langschwert, Gesundheitstrank, Krafttrank, Krafttrank. Lederrüstung geht nicht, weil wir voll sind. Dann gehen wir aber erstmal auf unsere Verteilung der Punkte. Wir haben mittlerweile sehr viele Punkte, die wir verteilen konnten. Haben wir gemacht. Die könnten wir hier natürlich dreimal sockeln. Dann machen wir das. Wir können Socke mit... steht da nicht. Aber wir können ausprobieren, ob wir das so sockeln könnten. Nee, das geht nicht. Also erstmal ausrüsten. Das geht auch. Warum geht das immer nicht? Muss ich nicht verstehen, oder? Bis 7 ist natürlich schon cool. Aber wir legen das mal ab hier. Und warum gehst du noch nicht zu sockeln? Warum? Also mit dem Sockeln, da habe ich noch nicht so die Erfahrung. Wir könnten höchstens... Benötigt ist Level 5. Aber wir sind doch schon Level 5. Da. Sind wir noch nicht Level 5? Level 7 sind wir sogar. Gut, aber da oben muss es jetzt sein. Wir gehen mal... Achso, wir können auch Fertigkeiten ausrüsten. Das machen wir. Wir gehen mal auf diese Konterattacken. Die finde ich eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob die uns viel bringen. Gehen wir nach hier oben und probieren mal darum zu laufen. So, haben wir. Knochen mitnehmen. Portalrolle mitnehmen. Gold mitnehmen. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier lang kommen. Ja, hier kommen wir lang. Aber mittlerweile entfernen wir uns immer weiter. Ach so, es gibt mehrere? Oder wie? Es gibt mehrere Artefakte. Ich habe mittlerweile 3 Punkte bei mir hier oben zu stehen. Also mal gucken. So, wir gehen mal... Hier muss... Hier, was bist du? Eine Statue. Ein Tor wurde geöffnet. Aber... Wir müssen nach hier drüben noch gehen. Irgendwo ist hier auch noch was.
Aber wo müssen wir lang? Ich hätte wirklich trotzdem gerne irgendwie eine Karte. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Und wir müssen nach oben wandern, okay. Dann werden wir mal hier lang gehen. Oh mein Gott! So. Und hier ist auch noch einer. Weg mit dir. Halunke, du. Gesundheitstrank mit drinne. Und hier geht's nicht weiter. Wo kommen wir da lang? Hier? So. Geh doch mal weg jetzt, du Spinnenviech. So. Haben wir. Spinnengift. Oh, hier ist ja noch einer. Oh, der wurde jetzt aber gerade, glaube ich, vom Magier ordentlich weggeschnetzelt. Spinnengift, Portalrolle, Spinnengift. Was haben wir hier? Saphir, Flammenufertrank. Und noch ein Glühkäfer. So, dann probieren wir es mal, hier durchzugehen und wieder nach links zu wandern. Ja, kommen näher. Wir kommen da definitiv hin. So, jetzt habe ich gerade den Magier hier verwechselt mit einem Gegner. So, und wir müssten jetzt eigentlich gleich da sein. Hier ist nochmal eine Horde. So. Wieso gehst du denn jetzt nicht da drauf? Ach, ich habe das Gefühl, wir machen keinen Schaden. So. Nächstes Level. Wieder fleißig hier verteilen. Neue Fertigkeit. Wir gehen weiterhin auf die passive Fertigkeit von dem Konter. Krafttrank, Lederrüstung kann man nicht aufnehmen. Ach, die Kriegsaxt würde ich gerne aufnehmen. Dafür legen wir mal dich ab. Ach so. So, jetzt aber ablegen. Ablegen. Ablegen und vor allen Dingen das auch ablegen. Und nehmen wir mal die Kriegsachs auf. 5 von 5. 3 von 6. 5 von 9. Nee. Aber hier. Ach, diesen Eiwatz können wir damit reinsetzen. Ah, okay. So, dann gehen wir mal hier drauf zu. Machen die nochmal kaputt hier. Und hier haben wir nochmal eine Wurfachs. 10 braucht man nicht. So. Ach du heiliger Strohsack. So, schnell durch. Schnell durch. Ich habe gesagt, schnell durch. Ach. Geh doch mal durch. Mein Gott. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Heilung. So. Gesundheitskrank, Krafttrank auch noch mitnehmen. Und jetzt müsste doch hier irgendwie... Sind doch schon nah dran. Wo ist es denn? Ach, hier. Statue. Ein Tor wurde geöffnet. Aber wo? Das hier ist noch verschlossen. Jetzt sag nicht, der läuft da automatisch zu dem Tor hin. Ich mach nix. Guckt euch das an, meine Hände. Ist lustig, dass es automatisch läuft. Also was das angeht, hätte ich gerne vielleicht nochmal selber entschieden, ob ich laufen möchte oder nicht. Ich sag, man merkt, dass das Spiel halt noch im kompletten Early Access ist, dass da noch viel Arbeit zu machen ist. Für einige wird das wahrscheinlich ein nicht akzeptables Ergebnis sein.
Das ist auch vollkommen okay. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen versuchen, das Spiel zu spielen. Auch wenn ich merke, dass manches mich auch schon leicht nervt, muss ich sagen. So, das lassen wir weg. Hier, ich würde den gerne socken. Vielleicht können wir das damit socken? Auch nicht. Kann in gesocketen Geräten eingesetzt werden? Ja, aber welchen? Also in den auf gar keinen Fall hier. Also das Sockeln klappt leider auch noch nicht ganz so. Beziehungsweise würde ich gerne wissen, warum ich manches sockeln kann und manches eben nicht. Das würde mich noch ganz doll interessieren. Zum Beispiel hier steht halt gesockelt. Und egal was ich drücke, und drücke ich die rechte Maustaste, geht's auch nicht. Ja, also ich hatte ja mal in der letzten Folge, bin ich der Meinung, das rausbekommen, aber das, wie man sieht, ist jetzt hier nicht mehr möglich. So. Wir sind jetzt hier irgendwie. Und warum hat er uns hier hingeschickt? Ja. Oh Gott, sind hier viele Gegner. Kommt, macht es weg. Mach dich weg. Mach dich vom Acker. Einer ist hier noch. So, jetzt aber. Knochen. Krafttrank. Lederrüstung. Wir können ja mal gucken, dieser Krafttrank. Was macht der eigentlich? Stellt mit der Zeit die Kraft wieder her. Den können wir eigentlich ja auch mal anlegen. Zack. Portalrolle. Gesundheitstrank. Portalrolle. Bist du Robe des Adepten? Naja, kann man nicht gebrauchen. Das hier kann ich leider nicht anwählen und sehe es auch nicht. So, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Hier ist das... Wir sind schreien. Aber ich weiß nicht, wo das Artefakt ist, Kinners. So. Den Schrein angewählt. Ach, also die Mission hier, die macht keinen Spaß. Gebe ich ganz offen zu. Kommst du jetzt mal her? Spinnengift. Spinnengift, Knochen. Spinnengift, Spinnengift. Knochen. So, wir haben wieder ein Level geschafft. Also Levelaufstieg ist sehr schnell, sehr einfach. Konterattacken nehmen wir mit. Und wir müssen jetzt irgendwie hier rüber. Vielleicht schaffen wir es noch. So. Ach, hier ist er. Da ist der Gegner. Ich habe jetzt gerade meinen eigenen schon wieder angegriffen. Und du bist noch einer. Zack. So, Portalrolle nehmen wir mit. Wir heilen uns mal. Gesundheitstrank, Krafttrank. Spinnengift, Krafttrank. Kotschwert des Pfadfinders nehmen wir mal mit. Was macht das? 3 bis 4. Na, brauchen wir eigentlich nicht. Ablegen. Und die Lederrüstung 24. Wir haben 25, brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, wir können nicht socken. Ich komme nicht in diese Sockelmenü rein. Verstehe es nicht. Hier ist ein Sockel. Man kann es socken. Aber ich komme nicht rein. So. Das Questmenü. Fähigkeiten-Quest. Ja, finden und holen Sie sich das Artefakt. Ja, ich würde gerne, aber ich weiß noch nicht, wo es ist.
Der Ork-Krieger ist ganz schön stark, wie ich sehe. Level 9 ist er. Aber wir sind gut mit dabei. Oh, jetzt hat er uns aber umgeworfen. Ach, Gottchen. Ja, Gottchen, geh weg, du. Mann, jetzt hat er mich aber gehauen hier. Komm her. Ah, wir sind auch gleich beim Artefakt. Das ist quasi der Boss schon. Nun geh doch mal kaputt, da ist doch nicht mehr viel dran an dir. Jetzt. Super. Wir haben den Rubin bekommen und hier muss das Artefakt sein. Da ist es drin. Geheimnisvolle Truhe. Du hast das Artefakt gefunden. Sehr gut. Schön. Okay. Und jetzt dürfen wir wieder zurückgehen. Ja, ich habe das Artefakt gefunden. Darf ich wieder zurück? Da hat sich wieder was aufgehangen wahrscheinlich. Quest, kehre zum Kommandanten zurück. Okay. Dann kehren wir zum Kommandanten zurück. Wir werden die Portalrolle mal aktivieren. Zack. Reingehen. Und damit sind wir auch wieder da. Wir handeln nochmal ganz kurz. Obwohl, nee, brauchen wir nicht annehmen. Wir gehen mal hier in unsere Truhe. Packen einiges da rein. Ach so, kann man nicht übereinander lagern? Das ist ja doof. Hat die mich jetzt echt veralbern? Das geht nicht. Nee, man kann nicht übereinander lagern. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Ein Glühkäfer. Den Zahn. Und ja, man hat, sieht es im Hintergrund, es hat sich etwas verbuggt. Wie gesagt, das Spiel ist wirklich noch am Anfang. So, und die Rubine kann man auch nicht lagern als Zusammenlager. Ach du heiliger Strohsack. Okay, das ist doof. Macht natürlich hier vieles schwerer. Spinnengift nehmen wir hier rüber. Ach, 20 ist auch noch die maximale Stufe. Uch, du heiliger Strohsack. Die Krafttränke brauchen wir auch erstmal nicht so viele, obwohl da können wir auch vielleicht welche verkaufen. Krafttrank. Flasche, die können wir hier rüber packen. Orkblut nehmen wir. Das Puzzlespiel schlechthin. Gut, wir kehren aber erstmal zum Kommandanten zurück. Bevor hier noch zigtausend Mal kommt, dass wir das Artefakt gefunden haben. Ich habe das Artefakt gefunden. Das Find should be great motivation for our troops. Great work. Unfortunately, the war continues to rage. There is still work to do. Gibt es das nicht immer? Super, wir haben Artefaktenjäger erhalten, beziehungsweise wir haben eine neue Auszeichnung erhalten und das erscheint immer noch hier. Okay, kann passieren. So. Okay. Wir könnten... Gönnen Sie sich die wohlverdiente Ruhe im Hideout. Ja, das nehmen wir auch. Wir gehen jetzt mal in unser Versteck. Sehr gut. Und wir probieren mal da, ob es vielleicht dort geht. Na, nein. Wir können nicht socken. Wir können nicht socken. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Das geht. Mit dem geht's? Ihr wollt mich doch alle veralbern, oder? Mit dem geht's. Wir konnten das Schwert komplett aufrüsten. Mit dem geht's nicht. Haben die da irgendwie was anderes? Sind das Besondere, weswegen wir die nicht machen können?
Brauchen die andere Equipment-Sachen. Das geht auch nicht. Nee, die müssen irgendwas anderes haben. Oder kann man es einfach noch nicht? Das kann ja auch gut möglich sein, dass es einfach noch nicht freigeschaltet ist, dass wir es noch nicht machen können. Falls das der Fall ist, finde ich es doof. Dann sollte man das noch nicht einführen. So, wir werden dich jetzt hier ausrüsten. Haben wir gemacht. Dann gibt es doch hier auch die Truhe, oder? Gab es keine Truhe? Gab es hier keine Truhe? Ich hätte gerne meine Truhe. So, was bist du mal? Nee. Ja, wir handeln mal und wählen den hier aus, dass wir den verkaufen. Wir haben ganz viel. Das können wir uns mal in der nächsten Folge überlegen, ob wir da noch mal ein bisschen was einkaufen. Hier ist meine Truhe, mein persönlicher Vorrat. Sehr schön. Dann packen wir die nämlich erstmal hier rein. Zack. So, den Intelligenztrank würde ich trotzdem gerne mitnehmen wollen. Das Orkblut lassen wir hier. Genauso, den Flammenufer nehmen wir mit. So, Zaubertränke werden ein vorübergehender Intelligenzschub. Nehmen wir mit. Okay, lassen wir so. Gut, dann haben wir ja einiges geschafft, würde ich sagen. Sieht wieder ganz gut aus, aber muss sagen, es gibt wirklich viele Dinge, die mich jetzt gerade ein bisschen an dem Spiel stören. Aber gut, was soll's auch, das ist halt alles noch Early Access und noch sehr stark am Anfang. Und ich hoffe, dass da noch viel, viel nachgebessert wird, weil die Grundsubstanz vom Spiel stimmt, muss ich sagen. Aber vieles ist noch, muss gemacht werden, definitiv. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und mit den Worten, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.